Was passiert eigentlich in den letzten Jahren mit Lorinor Zorro aus One Piece? Es gibt nur wenig Charaktere, die in den letzten Jahren so viele Fortschritte und so unerklärbare Fortschritte gemacht haben wie Lorinor Zorro. Und das wird kein Video, wo wir einfach über das Auge von Zorro reden. Nein, ich bin mir sicher und ich versichere euch auch, Oda plant hier etwas extrem Großes. Er plant etwas, was er zuvor mit keinem Charakter aus One Piece geplant hat. Und ich sage euch jetzt schon mal, Zorro könnte mit einer der stärksten Charaktere in One Piece werden und damit meine ich zu den Top 5. Zorro hat etwas, was keiner hat. Er hat etwas in der Geschichte erlebt, was keiner erlebt hat, was schon viele hier in der One Piece Community vergessen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieses Videos dran. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Es motiviert mich äußerst zu sehen, dass ihr einfach hier aktiv am Start seid. Vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde. Es hat damals schon angefangen mit dem Kitetsu, das Zorro bekommen hat. Keiner konnte diese Klinge führen und das erste Mal wurde uns in One Piece eine Klinge vorgestellt, die verflucht war. Und damals hielten wir es nicht für etwas Besonderes, weil wir uns dachten, okay, anscheinend gibt es solche Klingen oder anscheinend gibt es mehrere davon, aber in der ganzen One Piece Geschichte sind uns nur eine Handvoll Klingen dann begegnet, die das überhaupt können. Und ich glaube, das Kitetsu ist da eine Klinge gewesen, die wir als One Piece Fans im Pre-Timeskip One Piece noch gar nicht verstehen konnten. Ich glaube, das Kitetsu ist mächtiger als wir denken und verfluchter als wir denken. Nur damals hatten wir das ganze Wissen nicht, damals kannten wir nicht genug Klingen, um zu deuten, okay, dieses Schwert hat einen äußerst starken Charakter und es gab nur wenige Schwerter in One Piece, die ihren Charakter physisch so stark in die Außenwelt gezeigt haben. Hier zum Beispiel das Enma, was Zorro auch beherrscht hat, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und es gibt eine Theorie, die schon seit Jahren fast schon als Realität abgestempelt wird und zwar, dass der Gorosei das Kitetsu der ersten Generation führt, was äußerst wahrscheinlich ist, weil wir ja auch öfter diese Klingen gesehen haben und es dem Kitetsu von Zorro sehr, sehr stark ähnelt. Es kommt also gut in Frage, dass es die gleiche Klinge ist und ich sage euch, der Gorosei ist wahrscheinlich einer der relevantesten Schwertkämpfer und er ist nicht mal ein Mensch. Als die Gorosei und ihre Fähigkeiten nämlich vorgestellt wurden, stand da keine Fähigkeit oder eine bestimmte Teufelsfrucht, sondern die Gorosei und ihre Dämonennamen. Also wir können davon ausgehen, dass die Gorosei keine Menschen sind und das Kitetsu der ersten Generation wird von so einem geführt. Also was für eine verfluchte Schwertreihe muss das sein, dass der Gorosei das Kitetsu der ersten Generation hat und vielleicht stammt es sogar aus seiner Familie oder vielleicht hat er es sogar herstellen lassen und der Fluch kommt davon. Hier könnte eine größere Verbindung herrschen, als man denkt und wir haben im Wano Kuni Arc erfahren, dass das Schwert den Schwertkämpfer anerkennen muss, dass es überhaupt funktioniert und jedes Schwert hat einen Charakter, das eine außergewöhnlicher als das andere und je stärker die Klinge, umso schwieriger ist der Charakter, deswegen war das Enma auch so schwer zu beherrschen, aber das Kitetsu, denke ich, plant was Großes mit Zorro, denn das Kitetsu oder die Kitetsu-Reihe an sich ist jemand, der vom Gorosei akzeptiert wurde, also denke ich mal, dass da viel mehr hintersteckt und damals schon hat dieses Kitetsu seine äußerlichen Fähigkeiten und seinen Charakter gezeigt, also Oda plant hier was Großes und damals hat es damit angefangen und ich dachte mir schon, okay, merkwürdig, das Kitetsu hat einmal seinen Charakter gezeigt, aber seitdem kommt es irgendwie gar nicht mehr in Frage, keine bestimmte Fähigkeit wie beim Enma und dann verliert Zorro auch noch random sein Auge und ihr müsst verstehen, dass es in One Piece sehr ungewöhnlich ist. Wenn ein Charakter einen Körperteil verliert, dann wird das in One Piece meistens erklärt oder besser gesagt gezeigt, weil es sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel Shanks mit seinem Arm, aber Zorro hat sein Auge verloren als Schwertkämpfer, was ein sehr, sehr großer Punkt auch optisch und auch physisch ist, was ihn auch einschränken könnte, was zwar viele nicht glauben, aber seine Sehstärke ist somit einfach eingeschränkt oder seinen Sehbereich, also auch wenn er das Vorahnungshaki perfekt beherrscht, er hat halt einfach ein Auge weniger, genauso wie Shanks einen Arm weniger hat und es sind halt einfach Menschen und werden damit eingeschränkt, auch wenn sie es extrem gut ausgleichen mit den Haki-Fähigkeiten oder generell mit anderen Fähigkeiten. Aber warum hat Oda das getan? Warum hat Oda einem so beliebten Charakter wie Zorro einfach das Auge genommen und sich gesagt, okay, ich lasse das jetzt so. Klar ist das ja damals auch schon immer cool gewesen in der Ninja-Welt und es ist ja auch keine Frage, dass Oda und Kishimoto gute Freunde waren und generell Oda auch ein Fan natürlich ist von diesem alten Ninja-Art-Stil und das hat er auch selber mal gesagt und deswegen kann es wirklich gut sein, dass er diesen Ein-Augen-Stil bei Zorro einfach machen wollte, weil es cool ist. Es sieht ja auch optisch cool aus, aber Zorro hat es nie geöffnet, nie gezeigt, dass er einfach erblindet ist, was die One Piece Community seit Jahren wirklich sich fragen lässt, was hat Oda hier vor? Aber Leute, es könnte eine Lösung geben. Bleibt deswegen bis zum Ende dran, nicht nur zum Auge, sondern an sich, was Zorro hier mit Oda plant,
denn es ist was passiert, was bis jetzt keiner noch aufklären konnte. Zorro bekam komischerweise auf einmal im Laufe der Geschichte den Titel des Höllenkönigs. Ich dachte mir damals, WTF, warum der Höllenkönig? Zwar ein sehr cooler Name, aber es muss doch irgendeinen Grund haben, warum sich Oda dafür entschieden hat, jetzt ihn speziell Höllenkönig zu nennen, und das wurde sogar mehr als Kopfgeldjäger Zorro jetzt sein Ding, der Höllenkönig Zorro. Also es ist sehr cool, ich hoffe, das wird auch auf seinem Kopfgeld ersetzt, dass da nicht mehr Kopfgeldjäger Zorro steht, sondern Höllenkönig. Wäre auch einfach viel cooler für die Geschichte, weil mit Kopfgeld hat Zorro einfach nicht mehr viel zu tun. Aber Freunde, was das Ganze so interessant macht, ist das, was auf Wano Kuni am Ende passiert ist, nachdem Zorro seinen Kampf gegen King gewonnen hat. Und zwar kam einfach ein Sensenmann. Keine Ahnung, wer das ist, und die One Piece Community weiß immer noch nicht, was diese Figur oder diese Gestalt, dieses mystische Wesen war. Es gab sogar die lächerliche Theorie, dass es Brook selber war. Ich weiß noch, damals kam das Manga-Kapitel raus und alle haben gesagt, das ist Brook und Oda erlaubt sich einen Gag. Aber nein, es war dann natürlich doch nicht Brook, was ja eigentlich auch offensichtlich war. Eine mystische Figur taucht einfach so auf. Das ist noch nie in One Piece passiert. Klar haben wir komische Gestalten in One Piece, aber noch nie ist eine derart mystische, auch in der echten Welt als, ich sag mal, Märchen oder Erzählung bekanntes Wesen so aufgetaucht. Es war offensichtlich kein Mensch, es war der Sensenmann. Es war eine mystische Figur, die dort einfach aufgetaucht ist und nichts mit der One Piece Welt an sich bis jetzt, was wir kennen, zu tun hatte. Und viele realisieren nicht, dass Oda das erste Mal in One Piece dort bei Zorro angewendet hat. Noch nie haben wir so etwas in One Piece Vergleichliches gesehen, und das kam das erste Mal dann wieder auf Egghead Island. Mich hat das persönlich an die Gorosei erinnert, weil die Gorosei auch nichts Menschliches zeigen und sogar Oda uns Hinweise gibt, dass es keine Menschen an sich sind, sogar anscheinend in der One Piece Welt irgendwelche Dämonen existieren und Wesen außerhalb von Menschen geben kann, welche unseren Erwartungsspektrum komplett sprengen. Und das war bei Zorro hier der Fall. Es war keine Einbildung, was ja auch viele gesagt haben. Es war eventuell der Höllenkönig, der vielleicht als Sensenmann dargestellt wird. Und ihr müsst euch das mal so vor die Augen führen. Zorro wurde aufgesucht von einem Wesen, das Gorosei ähnlich ist, das mehr als nur in der One Piece Welt existiert. Es ist ein mystisches Wesen, und deswegen glaube ich, dass es mit Zorro eine sehr, sehr große Rolle spielen kann in Zukunft, und dass Zorro einer der Charaktere ist, der auserwählt ist, etwas Großes zu sein, genauso wie Ruffy selbst. Ruffy wurde auserwählt, Sonnengott Nika zu sein, auch ein Wesen, was in der One Piece Welt bekannt ist, was schon Jahrhunderte existiert und sogar einem Gott gleichgestellt wird. Und ich glaube, dass Zorro hier bald einen ähnlichen Titel bekommen wird und auch auserwählt wurde von etwas, was mehr als nur in der One Piece Welt als Mensch betitelt werden kann. Und ich möchte auch gar nicht verneinen, dass der Sensenmann eventuell der Charakter vom Kitetsu oder vom Wado Uchimonji ist, welches sich zum ersten Mal zeigt. Könnte auch sehr gut sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass Oda etwas Riesiges mit Zorro plant und eventuell sogar wirklich der Sensenmann oder der Höllenkönig Zorro auserwählt hat. Und das würde auch erklären, warum Oda das damals nicht erklärt hat, weil er nicht einfach sagen könnte oder preisgeben durfte, dass in der One Piece Welt solche mystischen Wesen existieren, weil er die Gorosei ihren Auftritt im Arc danach haben. Jetzt bald wird das Flash aufgelöst und wir erkennen, dass Zorro etwas Größeres ist, als wir alle uns denken können. Deswegen lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lasst uns gemeinsam in Zukunft entdecken, was es mit Zorro auf sich hat. Das soll es von mir gewesen sein. Peace out, euer Kanister.